Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Okay. Fledermaus, Insekt, Schmetterling. Ein Schmetterling. Schmetterling. Ein Wolfskopf. Krebs, ja, Krebs würde ich sehr Ein sagen. Krebs. Tod, Schatten, Blut. Ich sehe da Füße. Aus irgendeinem Grund sehe ich da Füße. Was sagt das für mich aus? Nicht denken, Ethan. Sagen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt. Was sagt das über mich aus? Was da Füße sehe. Ein Schatten. Ein bedrohlicher Schatten. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Ach, Blödsinn. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Bangouts, nichts. Nein. 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 Ich werde nicht so. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Nicht so offen. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Sieht mir irgendwie sehr suspekt aus. Naja, sieht es ist, ich hab Misstrauen. 16:10 Uhr. Wie war es denn heute so in der Schule? Ich habe einen Eintrag für fehlende Hausaufgaben. Tja. Es tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir es bestimmt alles hin, okay? Ich wollte dich daran erinnern, dass du das Aufgaben machst. Du wolltest lieber Fernsehen gucken. Willst du was essen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ja. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Na dann ist ja das toll. Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason.
Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Früher hat Sean die Wippe geliebt. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Na dann. Wir müssen gut auf ihn aufpassen, nicht dass noch was passiert. Und den nächsten so verlieren. Komm, Dad, lass mich fliegen! Sehr schön. Geht's ihm schon gleich wieder ein bisschen besser. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Na, ich weiß nicht, ob das begeistert war. Na dann. Los, Dad. Auf geht's. So schnell wie du kannst. Aber ein bisschen Spaß mit unserem Sohn. Ein gutes Astronautentraining. Oh, jetzt das Karussell. Schaukeln. Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Wir machen alles nacheinander. Stecke. Schaukeln. Na komm. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Oha, das sieht bedeutsam aus. Und los. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ach, wie schön. Ist gerade so schön. Da muss gleich wieder was passieren. Du schaffst dich ja gar nicht an. Nur verkackt. Warum hörst du auf? Rückt er mir, wenn verkackt. Was denn? Okay, lass uns das. Ich will nicht mehr weiterspielen. Wir finden was anderes. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen.
Nein, wir gehen noch nicht. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Du bringst dir bei. Kann ich mal probieren? Und, ja. Oh, verdammt. Aber wir kamen wieder zurück. Das Fangen muss ich noch üben. Beeindrucken wir den Kleinen mal. Sehr schön. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Und? Jetzt. Wirf ihn! Und auffangen. Bravo. Geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du? War gar nicht so schwer. Ich finde etwas anderes für uns beide. Das Karussell dort hinten. Das ist nicht zu lange zurück. Ich bin gerade so. Ich will ihn auf dem Karussell sehen. Der Himmel zieht sich zu. Es regnet bald. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Danke. Ein erwachsener Mann, der Süßigkeiten verkauft. Ja, auf dem Spielplatz gar nicht creepy. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Nett sein kann er zu der Süßigkeit nicht. Weißt du, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nicht sehr nett zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Behält ihn im Auge. Nicht aufs Nauen lassen. Hey Dad, ja, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Nicht aus den Augen lassen. Wir müssen dafür aus den Augen lassen. Oder? Einmal. $1.
Dann los geht's. Oh nein, 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 nicht jetzt. Aber auf keinen Fall. Nein, 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 bleib da, bleib wach. Bleib bei deinem Sohn. Was zum... Wieder dieselbe Straße. Wieder dasselbe Ort. Warum zum Geier? Was passiert? Sean! 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 Ja, der ist dann natürlich nicht mehr. Sean! Ach du Drecksack. Ich sagte, bleib wach. Bleib bei Sean. Es war doch klar, dass das wieder grausam wird. Sean! Sean! Verdammt, Mann. Oh nein. Sean! Sean! Ich hoffe, ich bin nach Hause gegangen. Ach du Scheiße. Sean! Nein, nein schon. Was um alles in der Welt? Vielleicht ist er zur Mutti gegangen. Wissen wir, wo die wohnt? Der muss doch nicht verschwunden sein. Gute Freunde. Okay. Ich bin ein Bonus. Vom Rauf. Dienstag, 19.55 Uhr. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Jetzt nicht los.
Ach, er ist es. Aha, kleines Spiel. Mit Hologrammkugel, den Hologrammmauer. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Aha. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf Krawatte. Das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, ja. Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ich folge dir mal. Okay, am Snack-Automaten können wir uns nicht bedienen. Die Ermittlungen werden das in den nächsten Tagen bestätigen. Die Polizei arbeitet rund um die Uhr, um den Täter schnellstmöglich zu stellen. Ja. Ihre Fragen bitte. Ja. Sie sagten, die Handschrift würde auf den Origami-Killer hinweisen. Was heißt das genau? Es lag eine Origami-Killer. Mal die Bolle aufsetzen. Und eine Orchidee seiner Brust. Das Gesicht war voll Schlamm. Der Zodiac-Killer wurde nie identifiziert. Könnte das auch beim Origami-Killer passieren? Okay, die Bullet kann man nicht aufsetzen. Im Moment hält der Mörder sich für unbesiegbar, aber letztendlich wird er Fehler machen und dann haben wir ihn. Ja? Hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen, die sein Handeln erklärt? Eine Lösegeldforderung etwa? Nein. Er hat noch keinen Kontakt hergestellt. Wir haben ich hoffe, Sie müssen nervös auf und ab.
behauptet, die Polizei verfolge den Fall nicht intensiv genug, weil die Opfer aus armen Verhältnissen stammen. Was sagen Sie dazu? Das ist Unsinn. Die Polizei unterscheidet bei Opfern nicht nach sozialer Herkunft. Wahr ist, dass der Origami-Killer anscheinend seine Opfer bevorzugt in ärmeren Stadtteilen sucht. Die höhere Verbrechensrate dort erschwert der Polizei die Ermittlung. Ein paar Fragen. Ja? Angeblich hat das FBI einen Profiler geschickt, der mit Ihnen ermitteln soll. Ist das wahr? Sie sind gut informiert. Ja, wir haben das FBI gebeten, die Ermittlung mit einem nicht da. Wir wollten das in den nächsten Tagen bekannt geben, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Laut zuverlässiger Quelle übt das Rathaus Druck auf die Behörden aus, nicht von einem Serienmörder zu sprechen. Man befürchtet Auswirkungen auf die Wahlkampagne des Bürgermeisters. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Reine Spekulation. Zu keiner Zeit war der Bürgermeister in die Ermittlung eingeschaltet. Außer natürlich, um die Polizeiarbeit zu unterstützen. Danke für Ihre Mitarbeit. Eine Frage bitte. Eine letzte Frage. Captain Perry, bitte. Captain Perry, noch eine Frage. Ja. Interessant. Dann gehen wir mal unser Besuch Büro suchen. Wer war das nochmal, der unser Büro weiß? Was ist der Kriterium dort? Bei der wir gewartet haben? Na, sag mal. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sorry, ich habe gerade kein Kleingeld. Macht nichts. Vielleicht nächstes Mal. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Okay. Ich hoffe, es sieht nicht allzu ranzig aus. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ist das ranzigste Kabuff, was Sie aufbieten konnten. Okay, Zeit zu arbeiten. Okay, dreckiger Becher. Da kleben Sachen von anderen Fällen. Flippen oder was? Ja. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ja. Wasser. Luft.
Oha. Das sieht sehr schön aus. Fantastisches Herbstklima.